Hallo Leute und willkommen zurück zu Stranded Deep. Na, was sehe ich denn da? Marco Fazzo oder was? Wir sind hier für Holz, für Aloe Vera und für diese faserigen Blätterdinger halt. Ich wusste gerade nicht mehr, wie es heißt. Und für Stöcke. Das heißt, lass es uns niedermachen. Und Palmwedel, genau, die brauchen wir auch noch. Wenn wir eigentlich im Level hier immer steigen. Oh, Dankeschön. Werde ich dann irgendwie schneller oder so? Sieht man irgendwo meine Skills? Das wäre ja auch ganz nice, wenn das wäre. Guck mal, ey, wir sind jetzt schon fast voll mit dem ganzen Stuff. Super nervige Kacke. Ist ein Riesenkrabbe, ne? Ich weiß auch nicht, wie viele Palmwedel man tragen kann. Unsere Gammelschale. Hier können wir auch das Treibholz ein bisschen zerdreschen. Aber vielleicht von hier. Damit wir sehen, falls was auf uns zukommt. Es kommt direkt auf uns zu. Eine schöne Quelle von Stöckern ohne Bäume niedermachen zu müssen, finde ich gut. Oha. Nein. Bleib hier. Können wir schon mal essen? Wo ist die andere Hälfte? Was ist das, die Stinkehälfte? Hä? Warte mal, ist das auch eine Stinkehälfte? Nee. Die andere ist wahrscheinlich ins Jenseits geflogen oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die können wir noch gleich verwerten. Ich hätte gern noch mehr Fasershit. Statt mehr Bäumen. Wir können ja trotzdem hier schon mal so ein bisschen niederhämmern. Dann brauchen wir beim nächsten Mal bloß wiederkommen.
Einen Stock können wir noch nehmen. Morgen beim nächsten Mal bloß wieder kommen und ernten, wisst ihr? Könnten natürlich auch in der Nacht losschippern. Die Krabbe muss nicht sein. Können wir leben lassen. Wow! Wow! Die kann fliegen! Okay. Wird der es nicht spaßen? Die kann ich auch nicht pieksen. Okay, Vorsicht vor der Riesenkrabbe. Irgendwie kann ich die bestimmt auch töten, aber keine Ahnung, wie jetzt im Moment. Ich hätte gern noch in Vorsicht vor dem Wildschwein. Genau, ein bisschen Palme. Ich glaube, von der kann ich ja ein bisschen mehr mitnehmen. Das sind alles nur Stöcker. Okay, die Yucca ist noch nicht zurückgewachsen. Ein bisschen in die Hose. Oh, hier ist Aloe Vera. Ich habe das Gefühl, die macht nichts mit meiner Gesundheit. Hier, und das hätte ich gern. Beziehungsweise die Axt hat 58. Wir nehmen mal das Messer. Es geht genauso schnell. Und eventuell, wenn das Messer verbraucht ist, kann ich noch ein Stack mehr von irgendwas mitnehmen. Bitte kein Wildschwein irgendwo aus dem Busch gehüpft kommen. Oh, Yucca. Noch was? Nee. Glaub nicht. Pinie, Pinie. Das ist noch eine Yucca. Das ist auch noch eine kleine. Wie viel sind denn das bis jetzt? 15 steht da, glaube ich, oder? Ich glaube schon. Ich möchte nicht die Yucca abernten, um dann zu merken, dass ich vielleicht nichts mehr tragen kann. Aber scheint noch zu gehen. Wäre halt auch ganz nett, wenn da stehen würde, wie viel von einer Sache getragen werden kann. Ah, okay, jetzt ist voll. Was steht hier für eine Zahl? Keine Ahnung. Auf jeden Fall voll. Okay. Das Messer. 37% Haltbarkeit. Okay, wir könnten auch die Krabbe hier lassen. Aber ich hätte gern... Oh, einen Stoff. Ein Stoff. Stoff ist mehr wert als Krabbe, glaube ich.
Stoff kann ich zwar nicht essen, aber von Stoff kann ich mir was bauen. Die ist noch trinkbar. Warte. Ja. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, liegt leider kein weiterer Stoff mehr am Rand irgendwo. Zumindest nicht, soweit ich das sehen kann. Dann würde ich sagen, wieder raus mit uns aufs weite Meer, hä? Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte hier. Naja, ihr wisst schon. Ah, ich muss jetzt ja erst wieder was ablegen, ne? Weil das ja gar nicht geht. Warte mal. Es ist zu flach. Okay. Warte mal, komm mal wieder mit. Ich muss mir mal irgendwie merken, dass ich nicht so viele Sachen auf einmal schleppen darf. So, bleib da liegen. Das heißt, wir ernten jetzt diese Palme, damit unser Messer kaputt geht. Beziehungsweise wir hacken jetzt nieder, was niederzuhacken geht, damit unser Messer kaputt geht, damit wir eine Hand frei haben. Dann habe ich wahrscheinlich beim letzten Mal mein Messer auch nicht verloren, sondern es ist einfach kaputt gegangen, denn ich habe es ja auch relativ lange benutzt gehabt. Und weg ist es. So, jetzt haben wir eine Hand frei. Finde ich übrigens sehr eigenartig, dass man ein Handfrei-Symbol hat, das aber nur funktioniert, wenn man noch einen zusätzlichen Slot frei hat. Vielleicht benutze ich es aber auch schon wieder falsch. So, kommen Sie mal her. So. Rein ins Boot. Wo ist denn mein Paddel? Hier. Und da lang wollen wir. Nee, wo lang? Da lang, würde ich sagen. Es geht schon wieder los, dass ich in die andere Richtung paddel, als ich will. So. Das ist wahrscheinlich, weil ich am Anfang das Boot immer erst drehen muss oder so. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt kommen wir mit dem Hintern voller Holz, ein paar Palmblätter und neues Seilmaterial zurück. Dann müssen wir mal den Webstuhl oder so bauen, damit wir Stoff kriegen. Ist das so sinnvoll? Ich weiß es nie ganz. Wir haben ja jetzt drei Stoffe. Eigentlich ist es sinnvoll. Aber noch sinnvoller ist es, glaube ich, erst das Floß zu bauen. Damit wir schneller von A nach B reisen können. Was interessant wäre, das habe ich jetzt gar nicht gecheckt, hat das Floß ein Lager? Und kann ich das Floßlager vielleicht viel voller stopfen?
als das hier von dem Schlauchboot, wisst ihr? Das wäre natürlich richtig geil, wenn da was für sich eine Kiste oder so stehen würde. Und ich kann dort wenigstens so 8 Items oder so oder 8 Item-Stacks ablegen. War das ein Wal oder so? Oder war das ein Hai? Da die Musik so ruhig ist, hätte ich nicht gedacht, dass es ein Hai ist. Ah, unsere Freunde, schaut mal. Die blöden... Na, steig aus. Paddel einmal anbringen. So, kommen Sie mit. Nein, nicht das Boot umschmeißen. So. Ich weiß nicht, ob es geht, dass das Boot weggespült wird oder sowas, aber ich habe ein bisschen Angst davor, dass es geht. Und deshalb möchte ich gerne auf Nummer sicher gehen. Und es so nah wie möglich dann bei uns ranziehen. Das Ding ist leer, warum auch immer. Sehr schön. So. Haben wir davon. Kann ich noch zerschmettern? Ich dachte am Anfang, das muss so sein. Okay, okay. Aber ich sollte erstmal speichern und eine Runde schlafen, denke ich. So, speichern. Und. Ach Quatsch. Und schlafen. Mhm. Kannst nicht so schnell hintereinander schlafen. Okay, ich hoffe, dass es jetzt gleich Tag wird. Transportmittel. So. Holzfloß Fundament. Da braucht man eine Schnur. Hammer. So. Hammer ist nötig. Warte, den holen wir. Unsere Yucca-Palme. Schön, schön. Hammer ist da. Kann ich da bestimmt auch ins Wasser ziehen, oder? Deswegen würde ich es einfach mal hier hin. So. Ist ein bisschen kleines Boot noch, wa? Wahrscheinlich sollte man es ein Stück größer machen oder so. Weiß nicht. Holzfloß Boden. Der kommt doch. Warte mal so. Holzfloßüberdachung. Holzfloßruder. Segel. Motor ist ein bisschen wild. Anker bin ich mir nicht sicher, ob man den braucht. Gyrocopter-Stuff. Na, wir lassen das Fundament auch mal dabei. Ach, man kann immer nur eins pinnen, sehe ich gerade. Oh, ist doch blöd. Dann der Boden. Gut, machen wir erstmal den. Das hat schon so viele Dings das von mir gefressen.
glaube. Ich glaube, ich sollte auch eher was auf Fallen erstmal setzen, oder? Oberfischbär. Dass ich ein bisschen was zu futtern habe, wisst ihr? Lass uns mal kurz vielleicht fischen gehen. Ein bisschen Angst, dass ich drauf gehe. Weil ich nichts zu futtern habe. Nemo, komm her! Ich glaube, der geht nicht. Aha! Eine Sardine ist jetzt nicht so viel zum Essen. Vier Sardinen. Huch. Fünf Sardinen. Kann ich so vielleicht den Hai auch? Okay, den kann ich so nicht einfach essen. Warte, dann muss ich erst das hier nehmen. Und das Feuer mal ein bisschen auffüllen. Gut. Und hier. Okay, und jetzt die Sardine. Kann ich die nicht hier irgendwie? Ein kleiner Fisch. Mach erstmal aus. Dann muss ich dafür etwa jetzt echt irgendwie einen Räucherofen oder sowas machen? Vogelfalle, Fischfalle. Holzhaken, leichter Haken, Containerregal, Holz, Stuhlholzregal, Stuhlbett, das ist. Brennofen, Sägebock, Räucherofen. Könnte ich aber machen. Dann kann ich dann Fisch räuchern? Es wäre cool, wenn das so ein bisschen erklärt wäre. Bratspieß. Okay. Dann machen wir mal ein Seil. Kann ich den Bratspieß drei Stöcker brauche ich, oder? Kann ich mal kurz den Hammer fallen und den Stoff hier so fallen. Huch. Damit es wieder ein bisschen ordentlich ist. Und dann brauche ich aber meine Axt, die bald kaputt ist. Den Stock nehme ich mal. So. Und auch schön Wasser wieder haben. Oh, danke schön.
So, jetzt können wir aber den Bratspieß. Kann ich den... Mach mal so. Okay. Kann ich jetzt hier die Fische dranhängen? Muss ich erst ein Feuer entzünden? Oh nein, das ist es auch nicht. Okay, dafür haben wir jetzt einen Bratspieß. Das ist halt doch... Okay, wir brauchen einen Stoff. Kann ich aber nicht über den hier rüber bauen, ne? So, machen wir das. Ich brauche einen Stoff. Und was brauchen wir noch? Feuerstelle. So. Bleiben wir hier bei der Feuerstelle. Und gucken. Ja, brauche ich nämlich noch eine neue Feuerstelle. Dafür brauchen wir 3 Steine. Ah. Jetzt lege ich ihn erstmal beiseite, das hier. So. Gut. Lass uns 3 Steine finden. Haben wir hier noch welche rumliegen irgendwie? Nee, ne? Nee. Okay, Steine suchen. Wie ich so eine dusseligen Sardinen machen kann. Mann. Sag mir bloß, jetzt liegen hier keine Steine am Strand. Oder irgendwo rum. Ich fahre jetzt nicht zu einer anderen Insel, weil ich an meinem Strand keine Steine habe. Ist das normal, dass auf der eigenen Insel dann nichts mehr ist? Also keine Steine und sowas mehr da sind? Diese Gegengiftpflanze. Die will ich einfach noch nicht ernten. Weil wir noch nicht vergiftet sind und ich nicht weiß, wo ich sie mir... im Inventar hinstecken soll, quasi. Kann nicht sein, dass hier kein einziger Stein rumliegt. Ist noch nicht reif wahrscheinlich, ne? Wir können ja mal gucken, dieses Vogel... Dingsbums zum Bauen. Vielleicht kann ich einen Vogel auf den Bratspieß stopfen. Oh, ist das ärgerlich. Wie ist denn die Vogelfalle? Werkzeuggürtel. Was habe ich denn davon eigentlich? Irgendwie nur was mit Tastenkürzel, ne? Ist mir ein bisschen zu schade um den Stoff da. Brauche ich auch einen Stein? Ich fasse es nicht. Stein, 3 Seil und das da. Ich meine, ich kann ja mal gucken, ob ich sonst noch irgendwie... Webstuhl können wir schon bauen.
Wir haben kein Lehm. Da kann man nicht weiter. Bogen, Pfeil, Leder. Verfeinerter Speer kommen wir auch noch nicht weiter. Oh nein, habe ich jetzt einen zweiten Speer gemacht? Oh, ich bin so dusselig, ne? Kann ich die Krabbe da mitnehmen? Oh, Gott sei Dank. So. Okay. Krabbe, drop. Und hier? Ich kann nur mit dem Messer die Krabbe machen. Schaut mal, da sind so viele neue Setzlingssachen. Jetzt leuchtet das SPF, als wäre es was Schlechtes? Ich weiß es nicht. Also ist es gut, wenn das SPF voll ist? Wahrscheinlich schon. Ist ja alles gut, wenn es voll ist. Okay, wir müssen also ein verfeinertes Messer herstellen. Gott sei Dank haben wir hier irgendwo... Kann man nicht mehr? Erzähl mir nicht, dass mein letztes Steinding... Dann mal beim Abkühlen trinken wir auch mal was. Und wir haben Hunger. Mann! Kann ich die Sardine, wenn ich die so... Kann ich die irgendwie... Nee? Oder wenn ich die so droppe wieder? Und meinen Speer nehme. Nee, oder hier den? Da kann ich sie wieder so hochnehmen. Habe ich auch keinen Stein? Ich fass es nicht, um mir Essen zu machen. Ich könnte halt wieder eine Kokosnuss futtern. Weil ich halt ein Messer brauche. Ugh. Kann ich mich vielleicht an eine Möwe ranschleichen? Nee, gut aus, ne? Kann ich bitte irgendwo einen Stein haben? Wir haben noch eine Notration hier drin. Aber die wollte ich halt echt für richtig dolle Notfälle eigentlich aufbewahren. Nicht mal eine Kokosnuss am Bäumchen hängen. Um da irgendwas zu schnabulieren zu finden. Scheißdreck, ey. Ich fühle mich schwach. Okay, dann müssen wir das machen. Muss ich mich aber auch ganz schnell abladen.
Und zur anderen Insel, um Steine zu holen. Das dürfte Kema zählen. Ach. Na. Ja. Schaut mal die Krabbe. So, dann machen wir mal die Krabbe hier hin. So, dann die ganzen tollen Dinger. Alle dahin. Die Stöcker. Mach ich mal alle hier hin. Der Stoff kommt hier hin. Seil kann ja gleich hier daneben. So, was ist denn los? Okay. Hunger trotzdem noch. Ja, die Sardinen, keine Ahnung. Da ich ja jetzt erstmal Steine und sowas brauche, muss ich die eh hier hinlegen. Mein Angeldingsbums. Droppe ich beide hier. So, und ich muss mich ja eh auf den Weg machen. Was sind das hier unten eigentlich? Die Schnellleiste. Okay. Beim Transportmittel bauen. Hammer notwendig. Sind gar nicht genügend Stöcker, um weiterzumachen, ne? Wir könnten Plankenfußboden machen. Okay. Jetzt fehlt mir aber beim Rest. Ich habe ja schon ein bisschen Stoff und so, das ist ja in Ordnung. So, den Hammer lassen wir hier. Ach, das ist diese Pipi-Pflanze wieder. Okay. Wir haben eine Axt und wir haben einen Speer. Um uns auch vielleicht ein bisschen was zu sammeln. Wir sind voll. Gut. Oh Leute, wir sind bei 40 Minuten gleich, um Gottes Willen. Wisst ihr, was wir da auch machen? Wir gehen mal kurz speichern. Und machen eine Aufnahmepause. Und was brauchen wir von drüben? Wir brauchen von drüben Steine. Dass wir die nochmal holen müssen woanders. Also, lächerlich. Speichern. So. Wir brauchen von drüben Steine. Theoretisch ja auch Holz, Palmblätter. Ich brauche eigentlich alles. Besonders Holz. Da wir unser Floß weiterbauen müssen. Brauchen dafür aber erstmal. Ja, das Holz nimmt halt. Warte mal. Können wir vielleicht besser Stämme tragen? Das muss ich mal testen, dass ich das nicht zu Stöckern mache, sondern vielleicht kann ich ja mehr Stämme als Stöcker tragen. Weil der Stock-Slot ist, glaube ich, 4. Und bei Stämmen kann ich eventuell mehr? Ich weiß es nicht. Lass es uns ausprobieren, liebe Leute, aber erst in der nächsten Folge.